Vollbrand eines Anbaus von einem Einfamilienhaus. Ja, bei der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Wir sind hier im Ortsteil Neckarhausen der Stadt Nürtingen. Die Feuerwehr wurde alarmiert um 14.46 Uhr zu einem Vollbrand eines Anbaus von einem Einfamilienhaus. Ja, die Lage hat ausgesehen bei der Anfahrt? Ja, bei der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen und die Feuerwehr ist die Einsatzstelle angefahren und konnte oder musste direkt im Außenangriff das Gebäude löschen bzw. das Einfamilienhaus vom Brand dann schützen. Gab es besondere Herausforderungen? Ist das also Anbau als Haus angebaut? Ist auch von der Spaltung her eine Hanglage? Gibt es da irgendwie Herausforderungen für die Feuerwehr? Richtig, genau. Also die Örtlichkeit ist in einer Hanglage, sodass die Anfahrt einer Drehleiter erschwert war. Und ja, der Anbau ist im rückwärtigen Bereich, sodass einige Meter Schlauchleitungen gelegt werden mussten. Sonst gab es keine weiteren Schwierigkeiten. Übergriff aufs Haus stattgefunden? Nach meinem Kenntnisstand hat kein Übergriff auf das eigentliche Wohngebäude stattgefunden. Die Feuerwehr konnte durch schnelle Eintreffen das Gebäude schützen. Was fandest du bei dem Einsatz? Der Hausbewohner wurde vom Rettungsdienst betreut, aber konnte hier an der Einsatzstelle verbleiben. Wie viele Einsatzkräfte sind vor Ort? Es sind 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr Nürtingen mit 9 Fahrzeugen hier an der Einsatzstelle. Der stellvertretende Kreisbrandmeister und ich haben die Einsatzleitung noch unterstützt. Was passiert jetzt im Nachgang noch? Also aktuell wird der Brandschutt ausgeräumt, noch auf Glutnester kontrolliert und dann kann die Feuerwehr wieder einrücken. Vielen Dank, Herr Ruhl. Gerne. Gut.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne den Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen, oder die Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Inhalte von unserem Kanal mehr zu verpassen. Und natürlich dürft ihr wie immer und wie gehabt hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun oder eure Fragen stellen.